Wir müssen uns wandeln, sonst können wir diese Bedürfnisse, die auf dem Markt bestehen, nicht bedienen. Und wenn wir uns nicht selbst wandeln, das ist der große Punkt, irgendein anderer wird sich wandeln. Und was passiert dann mit uns? Da müssen wir reagieren. Auftakt zum 22. Unternehmerinnenkongress des deutschen Kfz-Gewerbes in Hamburg. Ausgerichtet von der führenden Fachzeitschrift Kfz-Betrieb hat sich der zweitägige Kongress längst zu der Branchenplattform für weibliche Führungskräfte aus Marketing, Service, Handel und Ausbildung entwickelt. Fachspezifische Workshops wie Liquidität, dauerhaft sichern, Autokauf 2.0 oder stark kommunizieren stehen im Mittelpunkt. Also es ist total interessant. Ich bin im Führen lernen und ja, man kriegt so Tipps mit, wie man es halt im Betrieb auch umsetzen kann, was man vielleicht schon weiß, aber was man halt tatsächlich noch nicht so umsetzt, um da einfach auch nochmal einen Schocker zu kriegen, dass man es im Betrieb richtig macht. Also ich bin zum ersten Mal dabei und es gefällt mir sehr gut. Finde ich sehr interessant und spannend. Also was ich jetzt interessant finde, weil ich ja, ich sag mal, in VW-Audi-Branche bin, dass man mal markenübergreifend mit Leuten spricht. Dass ich heute mal jemanden von Toyota kennengelernt habe, von Renault, weil man die in der Regel ja eigentlich nie sieht und in der Mittagspause auch mal gehört haben, was die für Probleme haben. Doch es geht auch um Kontakte, um Austausch von Ideen und Erfahrungen unter Gleichgesinnten, kurz um das Gespräch mit Kolleginnen in der gleichen Branche. Immer geht es darum, Neues für das eigene Unternehmen kennenzulernen und eventuell ganz konkret umzusetzen. Für das Kfz-Gewerbe, was insgesamt immer noch als ein sehr männlich dominiertes Gewerbe gesehen wird, ist es für uns schön zu sehen, dass so viele Unternehmerinnen hier heute in Hamburg angekommen sind. Und wir davon ausgehen, dass diese Vielfalt und die Unterschiedlichkeit, die die Damen mitbringen in dieses Gewerbe, vermehrt zum Erfolg des Gewerbes deutschlandweit führen kann und neue Impulse auch setzen kann. Die Herausforderungen unterscheiden sich natürlich nicht erheblich von denen eines männlichen Automobilunternehmers. Allerdings liegen die Schwerpunkte bei den Damen, und das beobachten wir immer wieder, sehr stark auch im sozialen Bereich, in der Personalführung, in der Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung und weniger vielleicht in den technischen Bereichen. Wie in vielen Unternehmen haben die Frauen natürlich Charaktereigenschaften, die dort sehr geschätzt werden, weil die Frau für bestimmte Sensibilitäten einfach steht und das auf Kundenseite auch uns darauf einzustellen und hier da Kontakte zu schaffen und einfach da auch sich als Lieferant wieder auf Kundenbedürfnisse von weiblichen Führungskräften einzustellen und vor allen Dingen auch die Erfahrung zu machen, was ist da eigentlich anders, anstatt zu sagen, ich gehe mit allen gleich um. Festlicher Höhepunkt am Abend, der Galaabend hoch über dem Hamburger Hafen.